Herzlich willkommen zu Asklepios Gesundheitssendung. Es ist schon schlimm genug, an einem Tumor zu erkranken, aber noch schlimmer ist es, wenn es sich um eine seltene Art handelt. Denn auch dafür ist eine Therapie natürlich besser, wenn die Ärzte Routine haben und Erfahrung aufweisen. Das standortübergreifende Tumorzentrum der Asklepios Kliniken in Hamburg bietet genau diese Mischung. Expertise für seltene Tumorarten und gleichzeitig Routine und Erfahrung in deren Therapie. Bei mir ist Professor Dr. Dirk Arnold, er ist medizinischer Vorstand dieses Zentrums und er ist Chefarzt der Hämatologie, internistischen Onkologie und Palliativmedizin an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben. Guten Tag, danke. Sagen Sie uns, 7 Kliniken gehören zu diesem Zentrum. Welche sind das? Nun, das sind die 7 großen Asklepios Kliniken in Hamburg, also Barmbek und Altona, St. Georg und Nord, Harburg und die beiden kleineren in Rissen und in Wandsbek. Also das heißt, über das ganze Stadtgebiet verteilt, bilden wir eigentlich sozusagen einen guten Querschnitt ab. Aha, das heißt ja eigentlich, es sind 7 einzelne Kliniken, die ja auch immer ein ganzes Stück voneinander entfernt sind. Was macht denn die dann zu einem Zentrum? Ja, das ist genau die Aufgabe, die wir in der Tumormedizin mit dem Asklepios Tumorzentrum haben, nämlich Tumorerkrankungen als eine Einheit zu begreifen, mit den vielen Patienten, die damit pro Jahr in diesen Kliniken diagnostiziert werden, und Standards und eine optimale Therapie, Diagnostik und Therapie und Abfolge über die 7 Häuser hinweg zu entwickeln. Und das Besondere ist dabei, dass wir eben die Expertise jedes einzelnen Zentrums einbringen, aber dass wir gemeinsame Standards haben, die für alle Häuser verpflichtend sind und in allen Häusern gleich angeboten werden. Was heißt das für mich als Patient? Also jetzt nehmen wir mal an, ich wohne in der Nähe Hamburg-Nord, Langenhorn in der Nähe des Heidbergs. Was heißt das dann, wenn ich eine Krebserkrankung habe und ich sage mir, Asklepios, das ist mein Konzern, da gehe ich hin? Nun, es hängt ein bisschen davon ab, welche Krebserkrankung das ist. Und da komme ich genau auf das, was Sie eingangs sagten, nämlich die seltenen und die häufigen Erkrankungen. Wenn es häufige Erkrankungen sind, dann kann ich sagen, können wir die an allen Standorten in Anführungszeichen gleich gut behandeln. Wenn es seltene Erkrankungen oder besondere Situationen sind oder eine Situation, wo eine besondere Therapie, eine besondere Expertise notwendig ist, dann können wir über diese 7 Kliniken auch mit einer Zentrumsbildung arbeiten. Und ein Beispiel ist, wenn es also eine sehr komplizierte Operation ist, wo zum Beispiel eine roboterassistierte Chirurgie notwendig ist, dann ist es sozusagen sinnvoll, auch wenn Sie in Nord wohnen, dass wir diesen Eingriff an einem Standort machen, der diese spezielle Therapie anbietet. Aber dann, wenn diese Therapie, zum Beispiel die operative Therapie, abgeschlossen ist, dann können Sie die weitere Therapie oder Nachsorge, also eine Chemotherapie oder Nachsorge, dann wieder wohnortnah, zum Beispiel in Nord, erhalten. Also da, wo ich wohne, da, wo meine Familie ist und wo meine Freunde sind, die mich dann besuchen würden. Ja, das ist uns ganz wichtig, dass wir sozusagen so wohnortnah wie möglich den Patienten die beste Therapie anbieten. Aber wenn es sozusagen Konditionen sind oder Bedingungen sind, wo wir eine seltene Situation haben, eine besonders hohe Expertise haben, da macht es dann Sinn, dass wir Patienten an ein Zentrum holen, das auf genau diese Situation, für genau diese Erkrankung oder genau diesen Eingriff hochspezialisiert ist. Also wir spielen immer mit Zentrum, wenn es notwendig ist, und Zentrierung, und wohnortnah, wenn es immer möglich ist. Ja, die Häuser haben ja vermutlich, also die Kliniken haben ja vermutlich unterschiedliche Stärken, je nachdem, um welche Krebsart es sich da gerade dreht. Kann man das so zuordnen? Das ist genau die Aufgabe des Tumorzentrums, dass wir das hier mit allen Beteiligten, mit allen Experten, und wir haben weit über 200 Experten, Ärzte, die nur oder hauptsächlich mit Krebserkrankungen arbeiten. Und wir treffen uns oder wir diskutieren das in verschiedenen Arbeitsgruppen, insgesamt sind es 14, pro Gruppe von Tumorarten und legen da genau fest, wo wir dezentral sein können und wo wir auf der anderen Seite eine gewisse Zentralisierung wollen. Also das heißt, wo wir an einem Standort eine hohe Expertise haben oder wo wir irgendwie in die Breite gehen können. Wo gehe ich denn da als erstes hin? An das nächstgelegene Haus. Das nächstgelegene Haus ist sozusagen dasjenige, das die Weichen stellen kann. Das nächstgelegene Haus ist sozusagen dasjenige, wo die Befunde angesehen werden können, wo vielleicht erste diagnostische Schritte eingeleitet werden. Auf jeden Fall sind diese Häuser pro dieser Krankheitsgruppen oder dieser Expertengruppen miteinander gut vernetzt. Die Experten treffen sich in Besprechungen, in Tumor Boards, wie die heißen, also in Patientenbesprechungen, auch über die Häuser hinweg, zum Teil auch telemedizinisch. Da werden die Informationen ausgetauscht und dann werden sie sozusagen weitergeschickt, wenn es notwendig ist, an ein anderes Haus weitergeschickt zu werden. Bin ich dann dabei, während man über mich spricht?
Wir legen ganz großen Wert darauf, dass Patienten genau die Informationen haben, die auch ihre Behandler haben. Und es gibt Formate oder es gibt sozusagen Konstellationen, wo wir Experten miteinander diskutieren, wo es auch gar nicht sinnvoll ist, dass sie dabei sind, aber an dem Standort, der für Sie sozusagen die Behandlung führt oder die Behandlung leitet, da treffen Sie die Experten, die vorher über Sie diskutiert haben. Also das heißt, wir versuchen auch Sprechstunden den Erkrankten anzubieten oder den Angehörigen anzubieten, bei dem dann nicht nur eine Disziplin sitzt, der Chirurg oder der Strahlentherapeut oder der Onkologe, sondern bei dem wir zwei oder drei Experten an einen Tisch zusammenbekommen, die dann gemeinsam mit Ihnen und mit Ihren Angehörigen die Situation besprechen und einen Therapievorschlag erstellen. Und jetzt sagten Sie ja eben, also die Behandlung geht dann bestenfalls da los, wo sowieso mein Sprengel ist, also da, wo ich lebe. Und unter Umständen muss ich dann woanders hin, weil da ein spezielles Gerät ist oder ein spezieller Experte. Ist es dann auch möglich, dass ich da dieselben Ärzte sehe, die mich weiter begleiten, wenn ich mich da eine Zeit lang aufhalte? Oder wechsle ich dann den Arzt jeweils auch? Nun, wir versuchen es so kontinuierlich wie möglich zu halten. Das heißt, meistens gibt es einen Arzt, der Führende oder der Lotse, wenn man so will, durch diesen ganzen Betrieb ist und der Sie immer wieder sieht und Ihnen sozusagen die nächsten Schritte erklärt und vorschlägt. Meistens ist es der Onkologe und der dann irgendwie über die Häuser hinweg und über die verschiedenen Behandlungsschritte hinweg im Prinzip der Hauptansprechpartner bleibt. 200 Krebsexperten sind es, glaube ich, insgesamt, die in diesem Zentrum tätig sind. Sind damit gemeint alle die, die wirklich den Krebs selbst therapieren, oder sind das auch noch diejenigen, die sich dahinter um mich kümmern? Also es gibt ja verschiedene Begleiterkrankungen und so einen Krebs steckt man auch nicht einfach weg im Gefühl. Absolut richtig. Also es gibt verschiedene Berufsgruppen, die da dabei sind, die extrem wichtig sind, genauso wichtig wie die 200. Und den 200 sind jetzt wirklich nur Ärzte und hauptamtliche Krebsbehandler gemeint. Aber wir haben natürlich sozusagen das ganze Spektrum eines großen Krankenhauses oder eines großen Krankenhausapparats hinten dran. Und das heißt zum Beispiel, wird vor der Behandlung, werden Sie auf Herz und Nieren geprüft sozusagen oder auch die Lunge. Das heißt, die anderen Organsysteme werden alle von den entsprechenden Fachexperten angesehen, um zu sehen, ob sie überhaupt fit genug für diese Therapie sind. Aber, und genauso wichtig ist, dass wir viele Berufsgruppen auch dabei haben, die nicht Ärzte sind. Ganz zuvorderst zu nennen ist die psychische Betreuung. Wir wissen, dass es eine erhebliche seelische Belastung ist, wenn Patienten eine Tumorerkrankung haben, für die Patienten, für die Angehörigen. Und wir haben eine große Gruppe von Experten, die das Thema Psycho-Onkologie, also Krebserkrankung und psychische Situationen begleiten. Genauso wie Pflegende, das heißt Pflegeprofis, die dabei sind, aber auch Ernährungstherapeuten und andere Fächer, die also alles um die Tumorsituation herum optimal abdecken. Das hört sich so an, als wäre ich sehr lange bei Ihnen in der Obhut, auch wenn der Krebs besiegt ist, wie man so schön sagt. Nur so lange, wie es notwendig ist. Und da legen wir besonders großen Wert drauf, nur so lange, wie auch nicht Ihr Hausarzt, wenn Sie zu ihm ein gutes Verhältnis haben, oder Ihr zuweisender Arzt, die Behandlung bei Ihnen noch weiterführen kann. Wir bieten sozusagen sicher einen vollen Service an, der von irgendwo der Vorsorgeuntersuchung bis zum Langzeitüberleben mit Krebs geht. Aber das ist nicht notwendigerweise alles bei uns konzentriert. Auch wenn wir alles anbieten, ist doch immer sozusagen die Kooperation mit den zuweisenden Kollegen, mit den Hausärzten, mit den Kollegen, die vorher die Betreuung durchgeführt haben, sehr wichtig. Und sehr häufig sind die auch bei den Tumorkonferenzen dabei, sodass wir da auch besprechen können, wann dann der richtige Moment ist, um wieder eine Rückübergabe durchführen zu können. Ja, jetzt haben wir beide so lange und so oft von seltenen Krebsarten gesprochen. Für jeden Patienten, für jeden Menschen ist der Krebs, den er hat, ja einzigartig. Und er ist der schwerste Krebs, das möchte ich jetzt mal so sagen. Dennoch differenzieren Sie da anders. Was sind seltene Krebsarten, die Sie meinen in Bezug auf dieses Zentrum? Das ist eine ganz spannende Frage, weil diese Definition sich gerade wandelt. Zum einen, seltene Krebserkrankung hat schon mit der Persönlichkeit jedes Einzelnen zu tun. Jeder Mensch ist ja anders, geht anders mit Erkrankungen, mit der Situation um, zeigt auch ein anderes klinisches Bild. Also ist jeder für sich schon mal selten und eins. Wir haben aber seltene Krebserkrankungen in der klassischen Definition, und das heißt, dazu gehören rare Tumorarten wie zum Beispiel Weichteiltumoren oder Gehirntumoren. Das heißt also Erkrankungen, die nur relativ selten vorkommen, aber da haben wir auch ein entsprechendes Krankheitsbild.
Programm, wo diese Patienten betreut werden. Aber darauf wollte ich abheben. Wir haben ja heutzutage eine Änderung der Definition von seltenen Erkrankungen in der Tumormedizin. Denn wir lernen die Tumoren immer besser kennen. In Zusammenarbeit mit den Pathologen, mit den Molekularbiologen lernen wir die Tumoren immer besser auch molekularbiologisch und pathologisch kennen. Und deswegen sind selbst solche häufigen Erkrankungen wie Darmkrebs oder Prostatakrebs oder Brustkrebs dann seltene Erkrankungen, wenn wir genau in die molekularbiologischen Subtypen, in die Untergruppen gucken. Dann wissen wir, dass es eben nicht eine Art von Brustkrebs gibt, sondern dass es wahrscheinlich irgendwie heutzutage mindestens 9 verschiedene große Gruppen, Untergruppen von Brustkrebs gibt, die sich dann noch jeweils in weitere Untergruppen aufteilen. Und da wird klar, dass man da eine ganz hohe Expertise auch bei diesen häufigen Erkrankungen braucht. Ja, natürlich. Sie sind ja nun nicht nur Leiter dieses Tumorzentrums, sondern der Chefarzt der Hämatologie, der internistischen Onkologie und der Palliativmedizin in Altona. Wodurch würde sich denn die Behandlung bei Ihnen auszeichnen, wenn ich zu Ihnen käme? Die letzte Frage, die Sie gestellt haben, geht da im Prinzip schon, die ist schon die Steilvorlage darauf, ja. Weil wir legen in der internistischen Onkologie heutzutage und der Hämatologie sehr, sehr großen Wert darauf, nicht nur Patienten gut mit ihren Begleiterkrankungen, ihrer speziellen Therapiesituation zu beurteilen, sondern auch die Tumoren möglichst gut kennenzulernen. Das heißt also eine möglichst umfassende molekularbiologische Analyse zu haben, um dann die entsprechende, für diese Situation perfekt passende Therapie auszuwählen. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Pathologie, molekulare Pathologie und eben den Therapeuten oder den verschiedenen neuen Therapieformen. Und da ist meine Abteilung extrem interessiert daran, sehr moderne und innovative Therapiekonzepte nicht nur mit alter Chemotherapie, sondern auch heutzutage mit molekularen Therapiebestandteilen, monoklonalen Antikörpern, neuen immuntherapeutischen Ansätzen etc. anzubieten. Das klingt jetzt sehr nach Zukunft und nach neuer, schöner Welt. Was heißt das für mich als Patient? Was ist das Versprechen an mich dadurch? Dass wir versuchen, von den medikamentösen Therapien und von den operativen Therapien das in der Situation Beste für Sie auszuwählen und alle Informationen, die wir haben, erstmal zusammenzutragen. Und das kriegen wir eben nur über den Zusammenklang, wie geht es Ihnen, welche Symptome haben Sie, was wissen wir von der Tumorerkrankung, wo sie sich ausgebreitet hat, in welchen Organen und wie weit. Welches Therapieziel besteht? Können wir das noch heilen oder nicht? Ist es eine chronische Erkrankung oder eine heilbare Situation? Und zuletzt Ihren Begleiterkrankungen, also oder Ihre Begleitsituation. Wie alt sind Sie? Wie fit sind Sie? Was haben Sie selbst für Wünsche und für Therapieziele? Und auf diese 4 Säulen stellen wir sozusagen dann die definitive Entscheidung für die Behandlung. Und jede dieser Säulen ist gleich wichtig. Wenn wir Entscheidungen nur von der innovativen Molekularbiologie machen, dann haben wir sie noch lange nicht gut erfasst. Und wenn wir nur gucken, was sie wollen und nicht sagen, was wir ihnen anbieten können, dann haben wir auch keine gute Beratung durchgeführt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns hier in der Beratung so viel Zeit nehmen, die ganzen Faktoren zusammentragen und dann ein vermeintlich gutes Angebot oder bestes Angebot machen. Das aber auch nur ein Angebot ist, weil auch das muss ich erst überzeugen und da sitzen Sie dann hoffentlich mit Ihren Angehörigen bei uns in der Sprechstunde und kriegen verschiedene Angebote und wir sagen, was wir selbst jetzt in der Situation am besten finden, aber natürlich bringen noch Sie Ihre Vorstellungen, Ihre Wünsche und Ihre Präferenzen mit und natürlich spielen auch die eine ganz wichtige Rolle in der Entscheidungsfindung. Kann man denn sagen, dass durch diese Anpassung der Behandlung, dieses immer individuellere, dass dadurch sich die Behandlungszeiten verkürzen und auch nicht mehr so belastend sind, also auch so körperlich belastend sind? Na, zum Glück sind die Medikamente, die wir einsetzen, besser verträglich geworden. Und vielleicht ist es auch in der Tat so, dass wir weniger intensiv behandeln als früher, weil wir besser wissen, was wann wie wirkt. Aber die Behandlungszeiten sind deswegen häufig nicht kürzer geworden. Wir haben mehr Patienten, die eine chronische Tumorerkrankung haben, auch wenn sie nicht mehr heilbar ist. Das heißt, Patienten, die jahrelang noch mit ihrer nicht mehr heilbaren Tumorerkrankung leben können. Und die haben häufig auch chronische Medikamente dazu. Also das heißt, wir haben auch Patienten, die eine Langzeiteinnahme von Medikamenten, vorwiegend Tabletten haben. Und wir können damit die Tumorerkrankung über einen langen Zeitraum sehr gut stabil und ohne Symptome halten. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Danke. Und ich hoffe, dass auch Sie sich gut informiert gefühlt haben. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.